6.30 Uhr morgens. Nicht nur die Möwen sind schon wach. Ich bin schon seit 4 Jahren in Berlin und trotzdem war ich noch nie in Bayern, noch nie am Bodensee. Die Chilenin Christina Heerhoven studiert in Deutschland. Nun ist sie beim Treffen der Nobelpreisträger. Es war auch von Berlin hierher eine nicht so kurze Reise mit dem Zug. Aber es freut mich sehr, hier zu sein. Die Inselhalle mitten in der Altstadt. Christina Heerhoven ist eine von 600 jungen Wissenschaftlern, die eingeladen wurden. Erstmal den Überblick bekommen. Man kann es immer nach den Farben von den Lanyards sehen. Grau, das sind wir, die kleinen Wissenschaftler. Gelb, so wie bei dir, sind die Journalisten. Türkis oder hellblau ist ganz wichtig, das sind die Nobelpreisträger. Und wegen denen sind sie ja schließlich hier. Sind ein bisschen so wie Rockstars für uns. 35 Nobelpreisträger, die Koryphäen im Fach Chemie. Ab 9 Uhr stellt einer nach dem anderen seine Forschung vor mit dem Schwerpunkt grüne Chemie. Der Nobelpreisträger von 2012, Brian Kubilka. Der Biochemiker forscht an Eiweißrezeptoren, dank denen Medikamente wirken können. Solche Eiweiße sind auch ihr Fachgebiet. Es wäre natürlich sehr spannend, ihn mal persönlich kennenzulernen oder ihm Fragen stellen zu können, einfach um zu sehen, wie es für ihn ist oder wie es für ihn war, diese tolle Sachen zu entdecken. Nobelpreisträger zu treffen ist das eine, Kontakte knüpfen das andere. Auch eventuell Kontakte, bei denen man nachher die Doktorarbeit machen könnte. Ich wurde schon zu 2 Labors eingeladen, also ist es in diesem Fall auch sehr nützlich. 13 Uhr, Mittagspause. Ansturm hungriger Nachwuchswissenschaftler am Buffet. Ein günstiger Moment. Das ist Ada Jonas, eine Nobelpreisträgerin für Chemie. Und ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Mal sehen, ob es klappt. I'm Christina, I'm also a young researcher. Die Forscher, die sie aus ihren Lehrbüchern kennt, laufen ihr hier über den Weg. Doch einer steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Ich würde sehr gerne Brian Kubilka kennenlernen, weil er gerade in meinem Gebiet etwas sehr Wichtiges erforscht hat. Jetzt aber Pause. Geduld ist das Wichtigste, was sie als Wissenschaftlerin haben sollte. Das Geld fehlt, der Artikel wird nicht veröffentlicht, die Experimente schlagen fehl. Auch bei ihm passierte das ständig, erzählt der Nobelpreisträger Kubilka den Studenten. Christina Heerhoven ist noch einmal in eine seiner Veranstaltungen gegangen. Und ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Brian Kubilka trifft sich persönlich mit der Chemiestudentin. Die 22-Jährige will über Eiweiße promovieren. Sie will alles über seine aktuelle Arbeit wissen. Auch für einen Nobelpreisträger sind solche Treffen inspirierend. Viele Studenten haben gute Vorschläge. Und ihre Fragen zeigen mir, was sie interessant finden. Das beeinflusst auch meine Richtung. Es war sehr spannend. Er hat mir auch gute Ratschläge gegeben. Einfach das machen, worauf man Lust hat, was man wirklich machen möchte. Sich nichts runterkriegen lassen. Nach 12 Stunden Wissenschaft geht der Tag im Abendkleid zu Ende. Christina Heerhoven hat einen anderen Chilenen getroffen. Er arbeitet in den USA. Sie will nach Chile zurückgehen, auch wenn sie in Deutschland Karriere machen könnte. Ich möchte natürlich Chile irgendwie, wie es geht, mit einem ganz, ganz kleinen Anfang zu helfen, die Forschung zu unterstützen, dass einfach mehr Geld in Forschung investiert wird. Und dass die Regierung auch mehr Interesse in Forschung zeigt und Innovation.
Jetzt aber erstmal eine ganz andere Herausforderung. Wie geht eigentlich diese Polonaise, die hier beim Treffen der Nobelpreisträger in Lindau traditionell getanzt wird? Ob hier ein nächster Nobelpreisträger übers Parkett schwebt? Und wichtig, an diesem Abend wollen 600 junge Wissenschaftler einfach nur Spaß haben.